könnte mir keinen Bürojob vorstellen, wo ich den ganzen Tag eingesperrt werde. Ich bin gerne Verkäufer. Hi, mein Süßer. Na? Wir nehmen da was vom leckeren Bienenstich. Hm? Und ich komme am Samstag nicht zum Kaffee, nur dass du das weißt. Oh, ist aber schade. Ja, ich weiß. Aber wenn ich jedes Mal einen Kaffee bei dir trinken komme, bin ich so spät, dann meckern sie alle mit mir. Dankeschön. Bitte gerne. Ich weiß viele Sachen über meine Kunden, private Sachen, die sie mir dann irgendwann erzählen. Mann krank, Katze krank, Hund krank, keine Ahnung, alles. Wenn ich dann eine 82-jährige Dame habe in dem einen Dorf, die ich über ein Jahr lang mit Brot, Brötchen und Kuchen beliefert habe, gehe in Urlaub, ich wusste, die Dame hat Krebs. Ja, und wenn man dann irgendwann die Zeitung, die regionale, aufschlägt und den Namen der Kundin liest, tut einem schon leid und weh. Reicht der Bon? Ja. Das ist die Steuernummer und alles. Ja, klar. Danke, ne? Bis nächste Mal, ne? Ja, tschüss.